Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witcher 2. Wir stehen hier mit Triss Merigold vor dem großen Kongress der Zauberer und der Loge und beraten mit den verbleibenden Herrschern, wie es jetzt weitergeht. Und töten den Kaiser. Wir werden jetzt Zeugen eines historischen Ereignisses. Wir sollten nicht länger warten. Gehen wir rein. Jetzt oder nie. Ich halte nie für gar nicht so unschön. In den letzten Wochen haben in Vysima Verhandlungen über die Thronnachfolge stattgefunden. Da das Schicksal des letzten Kindes von Foltest auch weiterhin unbekannt ist, konnten wir zu keiner Einigung gelangen. Es ist nicht gelungen, die Interessen der namhaftesten Geschlechter Temeriens miteinander zu vereinbaren. Deshalb bleibt uns nichts anderes übrig, als das Land aufzuteilen, entlang den bisherigen Baroniegrenzen. So geht das nicht, Johann Natalis. Dein Land steht zwischen Nilfgaard und dem Norden. Wir brauchen ein starkes, einiges Temerien. Majestät, nichts anderes ist mein Wunsch. Doch mit Foltests Tod ist das Herz unseres Landes zerbrochen. Wie ich erfahren habe, befindet Anaïs Lavalette sich in der Hand des Zauberers Detmold. Offenbar hat man euch aber nicht von dem Blutbad unterrichtet, zu dem es im Lager der Catwenner gekommen ist. Wenn das Kind noch am Leben ist, besteht Hoffnung. Es gehört auch zu euren Aufgaben, Vernon Roche zu finden. Er wird verdächtigt, König Henselt nach dessen Triumph in Vergen umgebracht zu haben. Als temerischer Soldat fällt er unter eure Jurisdiktion, Natalis. Roche ist ein paar Tage nach der Belagerung der Burg Lavalette mit seiner Abteilung verschwunden. Sollte er in Temerien auftauchen, wird er festgenommen und angeklagt. Wie bereits festgestellt wurde, ist das Dokument, in dem das Statut der Kammer festgelegt wird, eine getreue Kopie des Statuts, das man in den Ruinen auf Tanet fand. Doch viel wichtiger als das ist die Ernennung königlicher Berater. Heutzutage werden viele Höfe von irgendwelchen Magiern und Zauberinnen regiert. Zu Zeiten der alten Kammer wurden solche Berater mit Bedacht gewählt. Weshalb sollten wir unsere Berater nicht selbst wählen? Wegen der Verantwortung, die auf Ihnen ruht, Majestät. Die Kammer möchte sich von der Fachkunde der Kandidaten überzeugen. Und davon, dass die Interessen der Kammer gewahrt werden? Selbstverständlich. Das wichtigste Anliegen der Kammer ist schließlich das Wohl der nördlichen Königreiche. Das Dokument ist unterzeichnet von all unseren vorgeschlagenen Kammermitgliedern und den designierten Beratern. Wir warten nur noch auf die Unterschrift von Sheila de Tankerville. Ohne unsere königlichen Siegel könnt ihr allenfalls Berater von Schafhirten vorschlagen. Wohl wahr, Eure Majestät. Wäre doch ein guter Job für Magierinnen der Loge. Sheila de Tankerville darf dieses Dokument nicht unterzeichnen. Triss Merigold, bist du also doch gekommen? An Tankervilles Händen klebt königliches Blut. Sie darf keinen Sitz in der Kammer bekommen. Das ist gelogen! Welche Beweise hast du für diese Anschuldigung, Merigold? Es gibt Zeugen, die bestätigen, dass Sheila de Tankerville die Morde an Demavent und Foltest veranlasst hat. Mitglieder der künftigen Kammer, Sheila de Tankerville muss unverzüglich verhaftet und angeklagt werden. Sollten sich die Anschuldigungen als wahr erweisen, ist sie des Todes. Sheila de Tankerville, solange die Vorwürfe von Triss Merigold nicht geklärt sind, kannst du nicht in die Kammer berufen werden. Verhaften! Ihr kennt nicht die ganze Wahrheit. Merigold hat keine Ahnung, wovon sie redet. Trü. Kommt dann schon wieder das Drachenviech. Ey, scheiß Eidechsen, ey. Das war nicht Ziggy, okay. Geröstete Flammenrose am Spieß. Okay.
Mahlzeit. Siege den Drachen. Na toll. Besiege den Drachen. Was will? Geh so lange du kannst, Hexer. Du hältst mich nicht auf. Weder du noch irgendwer sonst. Das werden wir sehen, befürchte ich. Ich töte dich, wenn ich muss. Muss nicht. Aua. Wie bekämpft ihr einen Drachen? Du kommst zu spät. Ich habe das Portal stabilisiert. Wo willst du dich schon verstecken? Früher oder später wirst du ja doch gefunden. Ich ziehe es vor, über mein Kommen und Gehen selbst zu entscheiden. Wo ist Leto? Sesentesis kümmert sich um ihn und um alle anderen, denen sich bei der Vorstellung, eine Zauberin zu verbrennen, der Schwanz aufrichtet. Wo ist er? Weiß ich nicht, du Trottel. Ich suche ihn selbst, seit Foltes tot ist. Leto hat uns alle betrogen. Wir sind auf die einfältige Miene und den stumpfen Blick reingefallen. Begreifst du nicht? Ja, die Loge wollte Demavent loswerden. Er war ein launischer Schwächling. Adam war im Begriff, unter seiner Herrschaft den Bach runterzugehen. Wir haben das kleinere Übel gewählt und ihn unschädlich gemacht. Leto war nur das Mittel dazu. Und Foltest? Und Hänselt? Damit haben wir nichts zu tun. Nach dem Mord an Demavent hat Leto unser Gold und unsere Magie benutzt und sich mit Jorvet in Verbindung gesetzt. Der sollte ihn verstecken, bis etwas Gras über die Sache gewachsen war. Das dachte ich jedenfalls. Für Foltests Tod ist die Loge nicht verantwortlich. Wer dann? Nilfgaard. Leto, der König der Lügner und Kaiser der Verräter. Er hat von Anfang an der großen Sonne und der weißen Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt, gedient. Und uns alle reingelegt. Mich, Jorvet, deine dämliche Triss und dich. Sag Chris Beweise noch einmal, dass sie dämlich ist und du bist ein Kopf kürzer. Ich habe Nachricht erhalten von einem Logenmitglied aus Zintra. Die kaiserliche Armee überquert soeben die Yaruga. Du glaubst doch nicht, dass der Norden ihr in dieser Lage etwas entgegenzusetzen hat. Außer vielleicht ein neues Wunder von Brenna. Das weiß ich nicht. Aber ihr wart diejenigen, die es so weit haben kommen lassen. Und dafür werdet ihr auch gerade stehen. Das Stigma des Verrats wird euch für immer begleiten. Abwarten. Diese Stadt verlässt niemand mehr lebendig. Also wird auch keiner die Geschichte erzählen können. Philippa kontrolliert den Drachen. Sobald ich verschwinde, verwandelt er die Stadt in ein brennendes Grab. Der Drache hat bei der Schlacht um die Burg Lavalette Foltests Armee angegriffen. Wie passt das zu deiner Geschichte? Da war er noch nicht unter unserer Kontrolle. Wir mögen eine Schlacht verloren haben, aber der Krieg beginnt erst. Und er findet ohne dich statt. Dies ist dein Ende, Hexer. Das glaubst du doch selber nicht. Adieu. Etwas stimmt nicht. Der Diamant. Jemand hat den Diamanten ausgetauscht. Er hat einen Makel. Er wird mich in Stücke reißen. Nimm ihn raus. Du hast mich gerettet. Solltest du überleben, geh nach Nilfgaard. Dort findest du Yennefer von Vengadag. Leb wohl, Hexer. Ich konnte sie doch da jetzt nicht platzen lassen. Ich meine, Aua. Aua. Jetzt. Bist du aber hässlich. Nächste Folge, wo wir dauernd sterben. Ach ja.
Ich hoffe bloß, ich muss das ganze Gespräch mit der... mit der Tankerwill nicht noch einmal führen. Ja, muss ich nicht. Dumme Eidechse. Also auf dem Vorsprung kämpfen, da habe ich glaube ich nicht so viele Chancen. Hinauf hinunterklettern. Da kann ich nicht zwischensprechen. Okay. Wie schaut's da aus? Auch nicht. Das schaut nicht so, so geil aus. Der geht hier nicht. Das war... davon war irgendwie auszugehen. Irgendwie, dass das hier oben nicht klappt, davon irgendwie auch. Ein Autosave wäre geil, so auf halber Strecke. Ja, es ist mal eine andere Form des Kampfes, aber... ja, zumindest okay. Gut. Chemie. Schwalbe. Ach ja, besiege den Drachen. Also, wir zwitschern die Schwalbe. So, dann schauen wir noch im Inventar wegen dem... wegen dem Öl. Schaden gegen Menschen, das hilft uns hier nichts. Ja, aber der Maximalschaden des Schwertes um 10% erhöht. Also auf das... nein, nicht da drauf. Auf das Silberschwert, bitte. So, Falkas Blut, okay. Thank you.
viele von denen laufen hier noch rum? Boah. Dummes Kackvieh. Taucht der Scheißdrache ab hier. Ja, wir können nicht abspeichern. Also von dem her, weil ich mir nicht sicher bin. Die Schwalbe was bringt. Erhöht die Zeichenintensität. Sämtliche Resistenzen, Gift, Einäschern, Bluten. Na gut. Regeneration. Ja, reduziert Energie schon. Kritische Effekte sind Resistenzen. Ja, zumindest mal geguckt, was wir sonst noch so haben. Gar nichts.
stinkst vielleicht. Okay, Bombe auf den Fliegendrachen schmeißen bringt auch nichts. Ich kann mir den ganzen Schmuh mit Schärfen, Glub und Scheißen, Tralala eigentlich sparen. Das, macht jetzt leider nicht den großen Unterschied. Bomben machen auch keinen Schaden, also nicht kein Ernst zu nehmen, das ist lächerlich. Also auch 30% von mehr von lächerlich wäre immer noch lächerlich. Schwanz. Wie viele von denen laufen hier noch rum? Nur der eine, aber der ist schlimm genug, aber.
beschäftigst. Ich krieg immer einen Schlag gesetzt, wenn überhaupt, dass er wieder ausweicht, und ich krieg trotzdem durch das Feuergeschwurbelspuckere trotzdem auch immer noch ein bisschen Schaden ab. Was mache ich gegen die dumme Kuh? Nächste Runde. So, und wo haben wir dich jetzt, du
Falscher Knopf. Bitte sagt mir jetzt nicht, dass ich jetzt den ganzen Kampf nochmal machen muss, weil ich mich jetzt hier an der Stelle verdrückt habe. No, 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 no. Nee, zum Glück. Deswegen hasse ich Quicktime-Events trotzdem noch. Wie die Pest hasse ich die Dinger. Und zieh ihr die Augenbrauen lang und zuck, zuck ihr die Nasenhaare aus. Au, au. Der Drache gefehlt. Ist das jetzt ein Gnadentod oder? So stellt der Drache scheinbar keine Bedrohung dar. Hä? Merle, was treibt ihr denn da? Okay, du sperrst dich jetzt mit dem brennenden Haufen Leichen ein. Du bist der Held vom Erdbefeld. Das ist. Ich glaub's ja nicht. Keine Ahnung, was da gerade passiert. Bist du unversehrt? Mehr oder weniger. Und der Drache? Ist ziemlich hart gelandet. Hat sich auf einen Baumstamm gespießt. Hast du ihn getötet? Nein, ich töte keine Drachen. Aber Philippa... Die kriegen wir noch. Der Drache ist einer der letzten seiner edlen Art. Gehen wir. Leto ist entkommen, nehme ich an. Er wartet auf dich. Wartet? Mhm. Dort, wo die Temeria ihr Lager hatten. Woher willst du das wissen?
Als der Drache angriff, brach ein Riesenchaos aus. Ich wollte zu Philippas Quartier. Da drückte mir unterwegs ein verängstigter Kerl einen Brief in die Hand, flehte mich an, ihn zu verschonen und bat mich, dir den Brief zu geben. Er war kurz. Ich warte im Lager der Temeria. Leto. Was ist in meiner Abwesenheit passiert? Die Könige hatten mehr Krieger dabei, als für Friedensverhandlungen gut ist. Als sie abzogen, kam es zu Zwischenfällen. Die Kettwiner schlugen sich mit den Temeriern. Die Ordensritter vergewaltigten zwei Zauberinnen und brachten ein paar Mutige um, die den beiden helfen wollten. Meinst du, der Rat und die Kammer bestehen weiter? Deren Einberufung hat ein noch viel größeres Blutbad verhindert. Schwer zu sagen, ob sie überdauern. Aber es gibt bisher nichts Besseres. Magier sind nun einmal Teil dieser Welt, ob es den Leuten gefällt oder nicht. Sie brauchen ihren Platz und ihre Rechte. Sonst wird es wieder eine Loge geben. Und ihre Linke. Und an dieser Stelle brauche ich auch mal eine Pause. Auch zu meinen Rechten und Linken und Fingern. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir haben einen Drachen am Leben gelassen. Also nicht getötet, aber wir haben einen Drachen am Leben gelassen und sind dabei nicht gestorben. Am Ende. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut und tschüss.